Hallo, wir wollen jetzt den nächsten Buchstaben machen. Der letzte war unser T, also beginnen wir mit unserem U. Alles, was ihr braucht, wäre euer Loom. Den Loom baut ihr zuerst so zusammen, dass ihr das mittlerste Stück herausnehmt und auch die mittlerste Reihe, so dass ihr nur noch zwei Reihen habt. Und diese setzt ihr so zusammen, dass beide Reihen sich gegenüberliegen, mit den Öffnungen nach rechts. Wir benutzen immer fünf Stäbe. Zum Beginn fangen wir wieder mit unseren gekreuzten Gummibändern an. Diese macht ihr mit eurer Hauptfarbe, wie ihr euer Armband haben wollt. Ihr nehmt euch einen Gummi und von dem vordersten Stab zieht ihr ihn nach hinten und kreuzt ihn dabei. Das machen wir jetzt noch viermal. So, dass ihr insgesamt fünf Stäbe bespannt habt. Jetzt schauen wir uns mal die erste Reihe von unseren Buchstaben an. Wir beginnen zuerst mit unserer Hauptfarbe, ganz normal über fünf Stäbe. Und die erste Reihe des Buchstabens beginnt auch über alle fünf Stäbe mit Schwarz. Zuerst nehmen wir uns einen weißen Gummi, spannt diesen über die vordersten fünf Stäbe, von links nach rechts. Nun wieder rot. Wir benutzen immer zwei Gummibänder und einfach von dem vordersten Stab auf den hintersten. Das wird unsere erste Reihe. Über alle fünf Stäbe zwei Gummibänder. Und fünf. Zum Beginn geht ihr mit euren Haken in den weißen Gummi hinein und holt euch den untersten Gummi von jedem Stab und hebt ihn darüber. Das gleiche machen wir dann auch auf der hintersten Reihe. Immer den untersten einzelnen Gummi darüber heben. Dann drückt ihr alles nach unten. Nun wollen wir die nächste Reihe beginnen. Dafür benutzt ihr wieder zuerst den weißen Gummi. Diesen wieder über die vordersten fünf Stäbe spannt, von links nach rechts. Nun nehmen wir für den Buchstaben schwarz auch wieder immer zwei Gummibänder und nun wieder auf allen fünf Stäben unser Schwarz spannen. Ab jetzt müsst ihr aufpassen. Zuerst hebt ihr den untersten weißen Gummi darüber und nun wieder in den weißen Gummi hinein und die untersten beiden darüber heben. Auch wieder auf beiden Seiten. Jetzt schauen wir uns die nächste Reihe an. Die nächste Reihe beginnt mit viermal Hauptfarbe und einmal Schwarz. So wie ihr ablest von links nach rechts, so spannt ihr auch immer eure Gummibänder. Also, zuerst unseren weißen über alle fünf. Nun viermal Hauptfarbe. Eins. Zwei, drei, vier und einmal schwarz. Jetzt wieder den untersten weißen Gummi darüber heben und auch von jedem Stab die untersten beiden.
und wieder nach unten drücken. Jetzt folgt unsere letzte Reihe des Buchstabens. Diese besteht wieder aus 5-mal schwarz. Wir nehmen wieder unseren weißen über die vordersten 5 Stäbe und auf allen 5 Stäben schwarz. Zwei, drei, vier und 5. Nun wieder den untersten weißen darüber heben und die untersten beiden. Und als Abschluss machen wir noch eine Reihe unserer Hauptfarbe, wieder der weiße Gummi und auf allen 5 Stäben rot. 2, 3, 4 und 5. Wieder der unterste weiße Gummi darüber und auf jeden Stab die untersten beiden. Und um dieses Stück zu beenden, hebt ihr den einen weißen Gummi auch noch darüber. Nun bringen wir unsere vordersten Gummibänder auf die gegenüberliegenden Stäbe. Nehmt sie herunter und gegenüber auf den Stab bringen. Jetzt hebt ihr noch einmal die untersten beiden Gummibänder darüber. Nun heben wir die restlichen Gummis alle auf unseren Haken. Einfach herunterheben und auf den Haken lassen. Dann den Loom beiseite legen. Jetzt nehmt ihr euch noch einmal ein Rot. Diesen Gummi zieht ihr nun durch alle Schlaufen hindurch. Bringt es auf euren Haken. Jetzt die vorderste Schlaufe durch die hinterste hindurchziehen und den Gummi festziehen. Das gleiche machen wir nun auf der anderen Seite. Dafür nehmen wir unsere gekreuzten Gummibänder. Ihr nehmt sie alle auf euren Haken. Nehmt wieder einen roten Gummi. Und diesen auch dahin durchziehen. Wieder auf den Haken. Und die vorderste Schlaufe wieder durch die hinterste hindurchziehen und den Gummi festziehen. Und fertig ist unser Buchstabe, das U. Ich wünsche viel Spaß beim Nacharbeiten und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!